Servus Leute und herzlich willkommen. Ja, wie geht's heute bei mir weiter? Ja, ich habe es ja gestern schon gesagt, im Dienstagsvideo quasi, dass ich am Montag nicht mehr dazugekommen bin, mein Heu und Stroh zu verfahren, weil es schon so spät war. Wir haben gestern Abend da noch meinen Kleiderschrank aufgebaut und im Zimmer noch ein bisschen Möbel hingestellt. Und jetzt ist schon wieder Dienstag. Ich bin heute von der Arbeit heimgekommen, jetzt haben wir gerade noch Kaffee getrunken. Ich habe meine Stelle soweit fertig. Und ich habe es ja gestern schon gesagt, also im Dienstagsvideo, ich muss Heu und Stroh verfahren, weil ich jetzt nichts mehr oben habe. Und das machen wir jetzt. Dazu habe ich schon einen Schlüsselbund hier mit meinem Torschlüssel. Und dann können wir den Kramer anlassen und Heu mit dem Kipper hochfahren.
So Leute, Hojenstroh ist auffüllt und ich habe es ja im letzten Video schon angedeutet, es kann nochmal ganz schnell gehen mit dem Krame. Und ja, vorhin hat mich mein TÜV-Prüfer angerufen, er hat die Papiere fertig, er bringt sie mir vorbei. Der war jetzt gerade da, da war der Bulldog mit Kipper draußen gestanden. Ja, jetzt ist er ein bisschen dreckiger wie vorher. Ich sagte ja, Arbeitsmaschine halt. Ja, und die Papiere sind da, weil das ja auch den einen oder anderen interessiert hat. Ich habe jetzt dafür gezahlt 100 Euro oder... Wenn man es genau nimmt, 97,11 Euro. Ja. Begutachtung. Oh, da steht die Adresse drauf. Hoppala. ja, so ist doch gut. Einzelbetriebserlaubnis. Kramerwerke, LOF-Zugmaschine, Dieselschlepper, Fahrgestellnummer und. Also, alles was man so braucht, passt doch das Ganze. Ja, das sind die Papiere zu dem Schlepper und der nächste Schritt ist dann Zulassungsstelle und beziehungsweise Versicherung und dann die Zulassungsstelle und dann kann das Ding endlich auf die Straße. Ja Leute, wir haben mittlerweile Donnerstagabend und eigentlich habe ich gehofft, ich könnte euch heute endlich eine freudige Nachricht überbringen und könnte sagen, der Kram ist zugelassen. Aber leider nicht. Tja, ich habe vorgestern Abend ja die TÜV-Papiere gekriegt. Alles prima. Mein TÜV-Prüfer hat mir noch den Tipp gegeben. Wenn du keine Papiere hast, lass dir vom Vorbesitzer noch einen kleinen Schrieb rausgeben. Papiere verloren, mit Unterschrift drunter und gut ist die Sache. Also gesagt, getan. Gestern noch gemacht. Kaufvertrag mitgenommen und. Ich war gestern bei der Versicherung. Alles abgeschlossen. 44 Euro im Jahr kostet der Bulldog. Alles prima. Ja, und dann vorhin mit meinem Vater drin gewesen, weil das müssen wir ja über ihn zulassen, zwecks grüner Nummer. Waren auf alle Fälle drin. Ich möchte einen Schlepper wieder zulassen. Hat keine Papiere mehr, die sind verloren gegangen. Möchte mir wieder erstellen. Ja, Drama. Ohne Papiere, das geht gar nicht. Dann sage ich, passt auf, nee, kein Problem. Haben wir vom Vorbesitzer schon einen Schrieb geholt, der hat den Ding gehabt, der hat sie verloren, der hat mir es unterschrieben, da habt ihr das Datum, da habt ihr die Unterschrift, alles da. Er hat sie nicht mehr gefunden, die sind weg. Können wir zulassen. Ne? Können wir nicht. Ja, jetzt muss ich meinen Vorbesitzer anrufen, muss mit dem einen Termin ausmachen, dann müssen wir zusammen in die Zulassungsstelle und dann muss der drinnen eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass er die Papiere verloren hat. Das heißt, der muss da dann einen Schrieb ausfüllen, der quasi dann, ja, also eidesstattlich ist. Quasi, wenn du da jetzt irgendwas lügen, also wenn du da reinschreibst, nö, ich habe die verloren und die tauchen dann wieder auf, dann kann es unter Umständen zu Schwierigkeiten kommen. Oder wenn du sagst, du hast sie verloren und der Vorbesitzer vom Vorbesitzer hat die vielleicht schon verloren, dann kann es passieren, dass er eine auf den Deckel kriegt, wenn die Papiere wieder auftauchen. Deswegen muss er eben diese eidesstattliche Erklärung abgeben. Er hat die verloren. Und ja, als wäre das nicht genug. Tja, genau das habe ich nämlich befürchtet. Jetzt kommt der große Mist. Dann geht das Ganze ans KBA, Kraftfahrtbundesamt. Dann wird die Fahrgestellnummer an die durchgegeben und dann dauert es circa 2, 3 bis 6 Wochen. Dann wird geprüft, dann wird abgefragt, ob der Schlepper gestohlen ist. Und wenn die vom Kraftfahrtbundesamt das okay geben, der Schlepper ist nicht gestohlen, dann kann ich ihn endlich zulassen. Das heißt, ich habe jetzt einen Versicherungsschein, ich zahle schon ab jetzt Versicherung, ich habe meinen TÜV gemacht. Bloß damit ich jetzt trotzdem wahrscheinlich noch bis Mitte März oder Anfang April warten kann, bis ich den Schlepper zulassen kann. Ich bin begeistert, ich sag's euch, ja, auf diesem Wege hier nochmal ganz wichtig, wer einen Schlepper ohne Papiere verkauft, macht mit dem Vorbesitzer dann gleich aus, wenn der die Papiere verloren hat oder wenn ihr wisst, wer sie verloren hat, macht mit dem gleich was aus, ihr müsst auf die Zulassungsstelle und der muss da damit unterschreiben, eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass er die Papiere verloren hat, am besten gleich machen, nach dem Kauf vom Schlepper und dann geht es schon mal seine Wege, dann könnt ihr euren Schlepper zusammenrichten und bis dahin habt ihr dann auch das Okay vom Kraftfahrtbundesamt gekriegt, dass ihr den Schlepper zulassen könnt, wenn er nicht gestohlen ist.
Meine ist nicht gestohlen. Das weiß ich über meinen TÜV-Prüfer, weil wie gesagt, wir wissen die gesamte Geschichte von dem Bulldog. Aber hilft alles nichts. Die Zulassungsstelle glaubt einem das natürlich nicht einfach so und die wollen da abgesichert sein, dass man da einen gestohlenen Schlepper zulässt. Und von diesem Sinne hier, auf diesem Wege, eine staatliche Erklärung vom Vorbesitzer, das Ganze ans Kraftfahrtbundesamt, die prüfen und wenn die das okay geben, dann kannst du endlich zulassen. Ja, wie gesagt, das ärgert mich jetzt natürlich, weil ich habe jetzt lange genug drauf gewartet. Jetzt habe ich gedacht, jetzt geht's vielleicht nochmal ganz schnell und ich kann nein. Ich habe eigentlich gehofft, mir gehen nein. Und ich komme mit Kennzeichen heim, mache die Kennzeichen drauf und kann damit fahren. Einsatz mit X, das war wohl nix. Tja, jetzt heißt's halt warten. Weil es so schön ist, heißt's wieder warten. Ich bin ja so der geduldigste Mensch, das gebe ich ja zu. Und ich bin ja so begeistert davon, ewig zu warten, das gebe ich ja zu. Also bleibt uns nichts anderes übrig, müssen wir halt wieder warten. Jetzt wisst ihr auf alle Fälle, wie das Ganze abläuft. Also, wer einen Schlepper kauft und hat keine Papiere dazu, weil der Vorbesitzer die verschmissen hat, schaut gleich, dass der mit dem auf eine Zulassungsstelle geht, schaut gleich, dass er da eine staatliche Erklärung abgibt und dass der Vorbesitzer die abgibt, dass die Papiere verschollen sind. Lasst das Ganze abfragen beim Kraftfahrtbundesamt. Dann könnt ihr euren Schlepper daheim in Ruhe zusammenrichten, könnt dran machen, was ihr machen wollt. In der Zwischenzeit kriegt ihr dann irgendwann einmal Bescheid, okay, der ist gestohlen. Dann war der sowieso einkassiert und geht an einen Warenbesitzer zurück. Oder, wovon man natürlich immer ausgeht, der Schlepper ist nicht gestohlen, es sind die Papiere verloren gegangen, der war irgendwann einmal zugelassen, ist abgemeldet worden oder sonst was. Und die sind wirklich verschmissen und ihr könnt ihn ganz normal zulassen. Dann geht ihr zum TÜV. Macht eine Vollabnahme ohne Papiere, so wie bei mir. Alles kein Thema, alles kein großes Drama. Kostenpunkt um die 100 Euro, vielleicht 120, kommt immer auf die Region an. Geht dann zu eurer Versicherung, macht einen Versicherungsschein mit dem TÜV-Gutachten. Die tragen alles ein, geht wunderbar. Habe ich ja hier auch gemacht. Prima Sache. Und dann könnt ihr definitiv auf die Zulassungsstelle und könnt ohne Probleme, ohne weiteres zulassen, weil ihr habt ja dann alles beieinander. Wie gesagt, das hatte ich jetzt nicht und deswegen muss ich halt nun wieder warten. Weil es so schön ist, weil es so toll ist. Irgendwann wird das mal wieder werden. Na gut, in diesem Sinne, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen geschlaucht und mich ärgert das Ganze jetzt natürlich wieder. Hab gedacht, ich könnte jetzt dann vielleicht doch einmal damit fahren. Also offiziell auf der Straße. Könnte mal was damit arbeiten. Jetzt muss ich um 8 Uhr dann den Vorbesitzer anrufen und dann muss ich schauen, dass ich mit dem irgendwann einen Tag finde, dass wir mal da rein können, möglichst zeitnah das Ganze, dass der da drin seine Unterschrift abgibt, dass der das alles versichert und dass das seine Wege geht, weil jeden Tag, wo der jetzt nicht rein geht, verstreicht wieder ein Tag und dann, ich sehe schon kommen, also bis Weihnachten ist er vielleicht nochmal zugelassen. Gut, in diesem Sinne auf alle Fälle, jetzt würde ich sagen, das war's. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, sag vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Auch wenn ich etwas, ich sag mal, deprimiert bin. Ich sage ja Winterdepression. Oder Frühjahrsmüdigkeit. Nee, Winterdepression. Das ist definitiv eine Winterdepression. Wir sehen uns auf alle Fälle nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch erst einmal was. Servus, la.